Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich die unglaubliche Freude, einen wahrhaft inspirierenden Gast und ja auch ein großes Vorbild zu präsentieren. Michael Ehlers. Meine erste Begegnung mit Michael war während meiner Speaker-Ausbildung bei Gedankentanken. Er war Teil des Videokurses und für mich war er sofort präsent als ein Mensch, der voller Lebensfreude und Authentizität sein Know-how vorgetragen hat. Seine Art, Dinge leicht und locker zu präsentieren, hat mich von Anfang an begeistert. Ohne ihn persönlich zu kennen, war mir sofort klar, der ist mir sympathisch. Einige Jahre später kreuzten sich unsere Wege erneut, diesmal im Rahmen eines Events von Frederik Hümmeke und seinem Team. Zuerst trat er als Hein Hansen auf, der das Publikum mit seiner humorvollen Art und einer nicht zu unterschätzenden Menge an Gummibärchen im Griff hatte. Und kurz darauf hatten wir die Gelegenheit, an einem gemeinsamen Workshop teilzunehmen. Und ich muss sagen, Michael ist nicht nur ein unfassbar toller Mensch, sondern auch ein inspirierendes Vorbild. Sein Motto ist, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. In dieser Episode teilt uns Michael seinen sehr spannenden Weg und seine Erfahrungen mit. Er ist jemand, der den Status quo nicht nur herausfordert, sondern auch Lebensträume mit einer unwiderstehlichen Lebendigkeit und Begeisterung verwirklicht. Ein herzliches Willkommen an Michael Ehlers, eine Persönlichkeit, deren Erfahrungen und Einsichten uns zweifellos inspirieren werden. Schön, dass du da bist, lieber Michael. Was für eine Vorstellung. Das ist ja, ich kann gar nicht abwarten, mich selbst reden zu hören. Das ist ja unglaublich. Danke dir. Ja, du wirst einen großen Redeanteil haben. Die Einstiegsfrage ist immer ein bisschen traurig. Stell dir mal vor, heute ist dein letzter Tag. Ja. Du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn deine Mitarbeiter über dich und dein Team und deine Kunden? Das ist spannend, ja. Die werden mich vermissen, das weiß ich. Ich habe in meinem Umfeld immer viel Lebensfreude. Meine direkte Mitarbeiterin hat mit mir viel Stress, weil ich chaotisch bin und sie mich organisieren muss, aber das macht sie hervorragend. Und selbst das mit viel Humor. Also glaube ich, dass da schon Perspektivwechsel fehlen würde, weil ich wirklich schräg denken kann. Und sicherlich auch viel Freude und Humor würde fehlen, ja. Ja. Was hat dich denn inspiriert, ja, gerade auch deine, ich habe es in deinem Vortrag erleben dürfen, deine ja sehr inspirierende und vielleicht auch mal schräge Herangehensweise an gewisse Dinge so umzusetzen und auch so eine Liebe für die Rhetorik zu finden? Ja, das liegt ja an meiner Persönlichkeit. Also du kennst dich ja auch aus mit dem Deep Ocean Persönlichkeitstest. Ich arbeite seit Jahren mit wissenschaftlichen Tests. Früher war es Jobfidenz, schweineteuer, aber sehr, sehr präzise. Heute arbeite ich mit Deep Ocean, weil er einfach bezahlbar ist und auch wahnsinnig präzise. Und mein Wert in Politeness ist 1. Also auf der 100er Skala. Politeness ist ja der Wert der Regeltreue. Ich habe gestern gerade wieder 2x40 € an irgendein Landratsamt überwiesen. Und weil ich halt in meiner Persönlichkeit Ästhetik mag. Das heißt, wenn ich so ein Schild sehe, auf dem steht 120, sage ich, auch das ist aber hübsch. Aber an meinem Fahrverhalten verändert sich nichts. Dank eines Coachings, also sehr intensiven Coachings, das ich mal gemacht habe, sind es dann höchstens noch 40 € Strafzettel heute. Früher war ich ein Rabauke. Aber dieses Verhalten natürlich, sich da nicht unbedingt immer an die Regeln zu halten, sondern neue Dinge auszuprobieren, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, weil ich Enthusiast bin, weil ich soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit habe in meiner Persönlichkeit. Das hat jetzt erstmal nichts mit Rhetorik zu tun. Also Raum einnehme, selbst wenn er mir nicht zusteht, habe ich das schon gemacht als Kind und Jugendlicher. Und mit allem Licht und Schatten, was das so mit sich bringt. Und ich, wenn ich etwas für richtig halte, dann tue ich es einfach. Und das relativ angstbefreit. Ich weiß, das ist das Geheimnis bei mir. Ich tue es dann einfach. Und ich bin mit wahnsinnig vielen Projekten auf die Schnauze gefallen. Über die schreibe ich nur keine Bücher, lieber Dirk, sondern lieber über die anderen. Aber ich erzähle da recht freimütig drüber. Und wer mich kennt, weiß das auch, weil das einfach auch dazu gehört. Also das ist einfach der Punkt. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was meine Persönlichkeit ist, ich weiß, dass man Persönlichkeit nicht verändern kann und ich mache aus dieser Persönlichkeit das mir Mögliche. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt.
Ja, du sprichst ein wahnsinnig wichtiges Thema an. Dinge ausprobieren, Fehler machen, auf die Schnauze fallen. Was motiviert dich denn jedes Mal aus so einem vielleicht Tal, vielleicht ist es aber auch bei dir kein Tal, da wieder aufzustehen und das nächste zu probieren, das nächste zu machen? Was ist da so dein Antrieb? Ja, ein Tal ist ja manchmal auch nur eine Perspektive, ne? Das ist Ja, ja genau. wirklich wahr. Ist es da oben auf dem Berg besser? Das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt mehr der Meertyp als der Bergtyp, bin gerne in den Bergen zum Skifahren. Aber ich Ja, finde das sehr da hoch gut. schon ganz schön anstrengend und der Raum da oben ist ganz schön begrenzt. Also die Sicht ist gut, aber der Raum da oben ist ganz schön begrenzt. Und da unten im Tal, da hast du alles, was du brauchst, ne? Also, wie gesagt, ich will nur darauf hinweisen, dass es eine Frage der Perspektive ist. Nein, das Tal gehört dazu. Also, ich bin auch Hobbymusiker. Mir gegenüber stehen hier 13 Gitarren. Und wenn ich die mir anschaue und schaue auf mein Leben als, ich bin echt schlecht, also als Hobbygitarrist, dann ist das so, dass das schon Phasen gab, wo mir die Leute in meinem Umfeld leid getan haben, wenn ich meinem Hobby Ja. gefrönt bin. So, heute geht's wahrscheinlich. So ein Typ mit einem richtig guten Gehör sagt immer noch gruselig, aber auf dem Weg, etwas Neues zu machen, musst du ja einfach auch durch die Übungsflächen durch. Und wenn du weder Wissen hast, vielleicht auch, weil du gerade was ganz Neues hast, ich nehme jetzt mal als Beispiel meine Rhetoriktrainings mit Virtual Reality. Da war ich ja wirklich der Erste, glaube ich, weltweit, der das gemacht hat. So, und dann hast du keine Ahnung, weil es keine Erfahrungswerte gibt von anderen. Und ich habe all die Fehler gemacht, die jetzt mein Programm kopieren, nicht mehr machen müssen, weil ich es schon mal einmal gemacht habe. Und jetzt gibt es Ja. ganz viele, und Achtung, ich meine das völlig ernst, die sagen, ja, bist ja bekloppt. Du hättest ja auch warten können, bis es ein anderer macht. Ja, das stimmt. Dann hätte ich viele Fehler nicht gemacht und dann hätte ich einen großen Geldbetrag nicht ausgegeben. Aber das bin ich nicht. Ich bin halt der Typ, der Ja. das einfach probiert, weil ich so ein Tüftler bin und Innovator und ich habe einfach Lust daran, neue Dinge zu tun. Und deswegen mache ich es Ja. einfach auch konsequent. Und Angst habe ich nicht, weil ich in meinem, ich bin jetzt 52, Dirk, ich habe jetzt oft genug in meinem Leben bewiesen, dass ich mich aus meinem eigenen Schopf in ein erfolgreiches Umfeld ziehen kann und das ist alles, was zählt. Ja, grandios. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, ging um das Thema Unternehmensnachfolge. Und da waren eben beide Seiten eben auch Gründer und haben auch überlegt, Mensch, was kann ich denn tun? Welches Unternehmen ist denn interessant für mich? Ich habe dort in den Gesprächen gemerkt und rausgehört, ich hatte einen Mit-40er vor, der seit 13 Jahren eine Idee rumschleppt und die so sagenhaft hier auch vorgetragen hat und sie ist plausibel und sage, ja, warum machst du es nicht? Ja, die Angst, eben Fehler zu machen. Und das ist eben so dieses Thema. Hast du vielleicht aufgrund auch deiner Persönlichkeit eine Idee, die es den Unternehmern, die gerade so vorsichtig sind, sich so mutlos sind und jetzt auch vielleicht in so ein bisschen so eine Ecke reinkommen, wo es vielleicht jetzt auch knapp wird, weil jetzt auch Kreativität gefragt ist? Also da vielleicht eine Idee, was da so ein, zwei Schritte sein können, dass der Unternehmer da einen Schritt rausgehen kann oder vielleicht einen Ansatz hat oder wohin er sich wenden kann? Hast du Jetzt bin dann. ich ganz böse, Dirk, und sage falscher Ansatz. Also, obwohl Gut. der letzte Satz war gut. Ja, der letzte Satz war gut. Wohin Sie sich wenden können. Nein. Das Allerwichtigste ist, dass du verstehst als Mensch und gerade als Unternehmer, und das ist die wichtigste Frage in jeder Religion und in jedem Persönlichkeitsbildungsprogramm, die allerwichtigste Frage ist, wer bin ich? Und die Menschen scheuen sich zu sehr davor, diese Frage knüppelhart zu beantworten. So, und der Mann, den du gerade eben beschrieben hast, das ist wahrscheinlich kein Mensch, der in dem Risiko ein Teil seines Lebens werden darf. Und das ist ja in Ordnung. Dann übernimmst du die Firma von Daddy oder bist Angestellter. Dann hast du deine 9-to-5-Jobs, dann hast du deine Leute um dich herum, die alles regeln. Dann hast du dein Reihenhäuschen statt den Palast, dann hast du den VW. Und alles ist gut und nichts daran ist schlecht. Das ist mir so Ja. wichtig zu sagen. Wenn der seit 30 Jahren eine geile Idee herumschleppt, die sich gut anhört, aber er setzt sie nicht um, dann hat das ja vielleicht einen Grund. Ne? Das eine ist, vielleicht ist die Idee gar nicht so geil. Weil er hat sie ja wahrscheinlich auch schon anderen Leuten mitgeteilt. Und wenn die wirklich so geil wäre, hätten es ja vielleicht andere schon gemacht. Ne? Und wenn er jetzt nicht Ja. der Risikobereite ist, das zu tun, das umzusetzen, dann ist das so und dann ist das auch gut. Dann geht er mit diesem großen Traum irgendwann in die letzte Kiste. Und auch das ist in Ordnung. Und wenn er überzeugt ist von seiner Idee, dann wird es ihm gelingen, Leute anzuzünden, die das für ihn machen.
Das ist meine Botschaft. Also davon bin ich überzeugt. Ansonsten sehr, sehr ist die Idee halt nicht gut. Ne? Ja, und ja. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Lauft nicht weg vor der Frage, sie zu klären mit all den unangenehmen Seiten. Ich habe jetzt auch diese unangenehme Seite an mir preisgegeben, dass ich Räume einnehme, die mir gar nicht zustehen. Mhm. Aber das bin ich nun mal. Und irgendwann habe ich das akzeptiert. Und dann kam auch die Rhetorik in meinem Leben, dass ich gelernt habe, die Räume so einzunehmen, dass es den anderen nicht so weh tut. Das ist dann Werkzeug. Aber die Frage, kläre die Frage, wer bin ich? Ja. Sehr guter Übergang. Thema Unternehmertum und Rhetorik. Ich spüre immer wieder, dass Unternehmer kommen und sagen, Mensch, meine Mitarbeiter verstehen mich nicht. Ja. Oder meine Kunden verstehen mich nicht. Was ist hier aktuell oder siehst du denn nicht nur aktuell, so grundsätzlich so ein bisschen die Schwierigkeit, gerade im Kontext der Mitarbeiterführung oder vielleicht auch im Vertriebsgespräch, in der Thematik Rhetorik, was kannst du da denn dem Unternehmer auf den Weg mitgeben oder was wäre für ihn denn relevant? So, das, was wir in Deutschland jetzt erwarten, ist, dass ein Experte kommt und sagt, schau dir Schulz von Thun an, das Vier-Ohren-Modell, das ich übrigens nie verstanden habe, oder Watzlawicks Axiome. Und wenn du folgende Checkliste ausfüllst, als erstes folgendes tust, als zweites jenes und als drittes das, am Schluss das, dann wirst du erfolgreich sein. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Gallup-Studie? Wahrscheinlich. Die misst jedes Jahr die Motivation. Ja, die Gallup-Studie kenne ich ja. In Unternehmen, ja. Das ist die bekannteste Studie. So, und jedes Jahr, und das seit 3 Jahrzehnten, ist das Ergebnis bis auf kleinen marginalen Veränderungen gleich. Du hast so 15% Hochengagierte, die sich total identifizieren mit ihren Arbeitgeber. Du hast 60-70% Leute, die Dienst nach Vorschrift machen. Und du hast zwischen 15-24%, die sagen, die Firma kann mich mal. Ich nehme am jeden ersten sehr, sehr gerne mein Gehalt an und die Sozialversicherungsbeiträge. Und ansonsten mache ich hier nur Mist in dem Laden. Also Menschen, die aktiv und engagiert sind und die gegen die Unternehmensziele arbeiten. So, für mich arbeiten ja nur Idioten, ist ein Ausruf, den ich auf Seminaren, ich bin seit 17 Jahren Dozent in St. Gallen, höre von Top-Führungskräften. Und ich muss jedes Mal lachen. Weil für ihn nicht nur Idioten arbeiten, sondern der Mensch ist ein intelligentes Wesen, der in der Lage ist, Lösungen in seinem eigenen Gehirn zu produzieren. Die Frage ist, haben wir eine Kultur, die es überhaupt möglich macht, dass Menschen ihre Intelligenz nutzen können? Ja. Und da müssen wir klipp und klar sagen, in unserer deutschsprachigen Kultur meistens nein. So, und wo fängt denn das Ganze an? Mein meistverkauftes Buch ist ja von Hein Hansen und heißt Der Fisch stinkt vom Kopf, wo ich aus der Rolle eines Fischverkäufers heraus schreibe, wie neue Motivation statt innerer Kündigung funktioniert. Und dieser Titel, kauf bitte alle das Buch, kauf das Buch jetzt. Und ihr müsst es nicht lesen. Es reicht, wenn ihr es euch in den Schrank stellt und das Cover nach vorne, weil der Satz, der draufsteht, der Fisch stinkt vom Kopf, da ist alles drin. Wenn du irgendein Problem hast, musst du aufhören, deutsche Kultur, im Außen, in der Politik, angefangen natürlich bei der Weltpolitik, dann natürlich unsere Regierung, die Ampel ist an allem schuld, dann, weißt du, Familie, Frau, irgendeinen finden wir immer, dem wir die Schuld zuschieben können. Und das fühlt sich so fantastisch an, aber es ist halt nicht die Wahrheit. Wenn ich an unsere Väter- und Großvätergeneration, die nach dem Krieg existierte, denke, was die 45 aus diesem Ruinenland gemacht haben, dann gab es ein Thema, das wir in unserer Kultur wirklich konnten. Und dieses Thema, Dirk, heißt Verantwortung. Und wenn ich heute in unsere Kultur und in die Gesellschaft schaue, dann habe ich Angst. Ich sehe Männer, die Familien haben und keine Verantwortung für ihre Familien übernehmen, die ihre Familien verlassen und Frau und Kind alleine lassen, auch finanziell. Ich sehe Unternehmer, die Unternehmensberatung für ein Schweinegeld kaufen und ihnen die Verantwortung an ihren Erfolg weiter delegieren. Wenn sie erfolgreich waren, waren sie das natürlich selbst. Wenn sie nicht erfolgreich waren, sind die Unternehmensberatungen schuld. Das ist Quatsch. Ich muss als Mensch Verantwortung für mich und mein eigenes Leben übernehmen. Für die Menschen, denen ich mich verspreche. Im Privaten wie auch im Beruflichen. Ende der Geschichte. Und Verantwortung ist eben nicht delegierbar, sondern wenn ich ein Projekt mache, dann habe ich die Verantwortung.
Und wenn ich das Gefühl habe, für mich arbeiten nur Idioten, dann oder die Leute verstehen mich nicht, dann sind nicht die Leute schuld. Kommunikation ist ein Raum, der muss gefüllt werden. Und wenn ich ihn nicht fülle, füllt er sich von selbst. Das heißt, ich muss als Chef oder Chefin überkommunizieren in mein Unternehmen. Ich muss das Doppelte an Informationen rausgeben, als ich es eigentlich für nötig halte. Damit alle Leute das denken, von dem ich der Meinung bin, das müssen sie denken, damit dieser Laden funktioniert. Das ist eine Verantwortung, die ich nicht wegdelegieren kann. Und deshalb ist es natürlich schwer für einen Introvertierten, der über weniger Enthusiasmus, weniger soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit verfügt, diesen Raum zu füllen. Aber ich kann das nicht wegdelegieren. Dann muss der halt auf ein verdammtes Rhetoriktraining gehen, sich einmal seinen Hintern in einen Flieger setzen und mal von Donnerstag bis Sonntag an seiner Kommunikation arbeiten, damit er in Zukunft mit mehr Freude und Selbstwirksamkeitswahrnehmung das Ganze macht. Denn für dich arbeiten nicht Idioten. Die Menschen sind alle, wie sie da sind, jeder Einzelne, ab IQ 75, das ist echt wenig, ab 74 hast du ein Problem, aber ab IQ 75 in der Lage, selbstständig ein Problem zu analysieren und zu lösen, wenn ich Rahmenbedingungen schaffe, die das möglich machen. Berühmtestes Zitat von Steve Jobs: Ich stelle doch nicht kluge Leute ein, um denen zu sagen, was sie zu tun haben. Ich stelle kluge Leute ein, damit sie mir sagen, was ich zu tun habe. Das ist Unternehmenskultur. Und mit so einer Kultur kommt halt auch ein Unternehmen, das wird ja viel als Beispiel genommen, weil es nun mal erfolgreich ist, wie Apple dabei raus. Bin übrigens ein Fan. Michael. Ja. Ja. Michael, was ist denn der erste kleine Handlungsschritt, den der Unternehmer machen soll, der vielleicht Bock hat, das zu ändern? Ein Rhetorikseminar buchen? Ja, das sowieso. Also kommt alle zu mir, das ist ja klar. Das Angenehme bei mir ist, wenn der Kontakt mit mir aufnimmt, es gibt keinen Vertrieb. Also keine Sorge, du wirst nirgendwo angerufen und komm immer, mach was. Nee, ich glaube, dass ich ein Angebot geschaffen habe, das so sauber gestreut ist, dass für jeden was dabei ist. Von gratis, ne, für die Nassauer, die sagen, ich gebe nie Geld aus für sowas, kannst du trotzdem lernen, gibt es einen Podcast. Dann gibt es natürlich ein Gratis-Webinar, das natürlich so gebaut ist, dass du so getriggert wirst, dass du anschließend was kaufst. Mhm. Das ist ja Sinn und Zweck von diesen Funneln, von diesen Trichterdingern. Das nennt sich redelehrer.de. Dann gibt es Ei-Rhetorik, da kannst du für 1.500 € 6 Wochen lang Rhetorik trainieren und hast nicht mal eine Gruppe und Reisekosten, sondern wir schicken dir eine Virtual-Reality-Brille nach Hause. Die setzt du dir auf deinen Schädel und übst und die Brille sagt dir, wie gut du warst. Kein Witz. Also wir messen mit der Brille alles. Und auf der Browser-Plattform gibt es 3 Level, wie ein Videospiel, wo du dann durchgehst und alles nötiges Wissen bekommst für Rhetorik. 1.500 € 6 Wochen. Kannst du machen, wann du willst. Im Büro, zu Hause, am Strand, in Thailand, spielt keine Rolle. Und für die, die natürlich einen ganz hohen Anspruch an sich selbst haben, die gehen auf www.mallorca-rhetorik.de und trainieren mit mir in der Kleingruppe. Kostet natürlich ein paar 1.000 €, aber du lernst tolle Leute kennen. Und du gehst wirklich mit einem Erfolg und einem persönlichen Feedback aus der ganzen Sache raus. Und mit ganz, ganz viel Motivation. Sonst wird sowas ja gar nicht funktionieren. Ja, also auf jeden Fall den Schritt gehen. Mutig nach vorne an der Kommunikation üben. Und sag, wie erreiche ich mein Team? Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, die ja so ein bisschen meine persönliche Historie ist. Ich war ein unfassbar schlechter Deutschschüler. Ich habe, glaube ich, auch den schlechtesten Deutschaufsatz in der Abschlussprüfung in Baden-Württemberg geschrieben. Es war eine 5,7. War ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, weil ich musste ins Mündliche. Wow. Trotz allem, eines hat mich gepackt. Gerade auch über die Ausbildung und auch genau über diese Wege, auch inspiriert durch dich oder deinen Kollegen René. Die Rhetorik. Und wo siehst du denn da, oder hast du da auch so eine Differenzierung, wenn jemand so ein bisschen hadert mit dem Thema Deutsch und sich eher daran orientiert, Deutsch ist die Sprache, die wir da mal gelernt haben, und Rhetorik ist ja eigentlich was ganz anderes. Wie ist so dein Punkt dazu? Wie siehst du das? Oder wie kannst du jemandem auf die Sprünge helfen, der vielleicht sagt, ist eh nicht so mein Ding, der sich da so ein bisschen selbst abstempelt, weil er das eben noch nie wirklich gerne getan hat? Sehr gut, dass du das so ansprichst. So, es gibt ein Buch, auf das möchte ich hinweisen, das gar nichts mit Rhetorik zu tun hat. Das ist von Daniel Coyle und das Buch heißt Die Talentlüge.
Und ich muss ehrlich sagen, dieser Journalist, Spitzenjournalist Daniel Coyle, hat mir damals mit diesem Buch die Augen geöffnet. Ich bin nämlich auch davon ausgegangen, dass es Dinge gibt, für die habe ich Talent und Dinge gibt, für die habe ich kein Talent. Und das ist Quatsch. Denn in diesem Buch beschreibt und beweist er aus meiner Sicht, indem er nämlich die größten Talentschmieden der Welt besucht hat, zum Beispiel ein Tennisausbildungszentrum in Moskau, aus der natürlich in Friedenszeiten alle Frauen der Top 100 Weltrangliste aus Russland hergekommen sind, aus einer Schule. Alle Fußballer aus Brasilien, die in Europa über 3 Millionen Euro verdienen, kommen aus einer Fußballschule in Sao Paulo. Die waren dort. So, und jetzt ist er dorthin gefahren und hat mal gefragt, wie machen die das? Und er hat erwartet Spitzentechnologie, die besten Tennis- und Fußballplätze, die modernsten Sanitärsysteme, die großartigsten medizinischen Abteilungen. Und alles das hat er nicht vorgefunden, sondern dort teilweise altertümlichen Schrott. Aber er hat etwas vorgefunden, das entscheidend war, nämlich das Auswahlprinzip, warum man überhaupt dorthin kommt. Und er hat Trainer gefunden, die relativ kompromisslos sind im Vorgehen, wenn es darum geht, ihr Wissen über diese professionelle Sportart weiterzugeben. Und das ist das Geheimnis. An einer Musikschule in New York, ebenfalls Inhalt des Buches, hat man, und das ist die absolut beste Schule für Musiker in den USA, hat man einmal überprüft, über einen langen Zeitraum, welche Karrieren schlagen diese Menschen, die diese Schule absolvieren, am Ende des Tages ein? Und man hat herausgefunden, dass die größte Vision in ihrem Kopf entwickelt haben, und mit dieser Vision haben sie sich mit, Achtung, Herz, Gefühl und Verstand komplett committed, dass die unfassbare Karrieren gemacht haben und Lernfortschritte hatten, die außerordentlich groß waren in einem viel kürzeren Zeitraum als die, die nur eine mittlere oder eine kurze Vision hatten. Und da geht es einfach los. Was ist dein, lieber Zuhörender, Selbstbild von dir und deiner Zukunft? Hast du denn überhaupt den Mut, dich selbst groß zu denken? Und das meine ich nicht im krankhaft narzisstischen Sinne. Wir haben unglaublich viele Vorbilder, gerade in der Speaker- und Trainer-Coaching-Branche, die ich für stark narzisstisch gestört halte. Nein, das meine ich nicht. Es geht nur darum, um das Thema Verantwortung, dass du für dich und deine Lieben in die Hand nehmen kannst, was du aus deinem Leben machst. Hast du den Mut, groß zu denken, und hast du den Mut, dich mit Herz und Verstand mit dieser Vision zu entwickeln? Dann kommt der Rest. Wie gut du Deutsch sprichst, grammatikalisch, spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn wenn ihr diesen Podcast jetzt nochmal hört, zurückgeht, werdet ihr wahrscheinlich mindestens 4-mal feststellen, wie ich persönlich gestolpert bin. Mein Vater wäre ein Plattdütschen. Wir haben gar kein Hochdeutsch nackt zu Hus. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden und wir reden Plattdeutsch. Plattdeutsch ist kein Dialekt, sondern eine anerkannte Fremdsprache, weil die Plattdeutschen zu faul waren, in der deutschen Sprachentwicklung die zweite Lautverschiebung mitzumachen. So. Und ich kriege heute es noch nicht hin, also ich muss mich konzentrieren, wann sage ich als und wann sage ich wie. Ne? So, ich weiß natürlich, was richtig ist, aber es ist so immer, und ich verhau Sätze und ich hau Nebensätze rein, und Nebensätze sind Nebelsätze. Aber alles das ist nicht wichtig. Es gibt großartige Speaker in Deutschland und Speakerinnen, die sind gar nicht muttersprachlich Deutsch. Meine Ehefrau gehört dazu. Sie ist in Lettland groß geworden und hat Russisch gelernt. Aber wenn die Vorträge hält, bläst sie dich weg, lieber Dirk, weil sie einfach will, weil sie eine mit ihrer Firma Familienengel, sie vermittelt osteuropäische Pflegehilfen, die im Heim sich um die Lieben kümmern. Und das macht sie mit so viel Herz und Inbrunst und für die Familien, das kommt rüber. Und natürlich ist sie als Nicht-Muttersprachlerin nicht nur nicht grammatikalisch perfekt, sondern sie hat auch einen Sprachschatz, der den Muttersprachlern zur Verfügung steht, den sie sich hart erarbeiten muss. Und deswegen ist sie nicht schlecht, im Gegenteil. Ja. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wie gut du in Deutsch warst. Es geht darum, ob du eine Vision hast, mit der du dich mit Herz und Verstand verknüpft hast, dich traust, dich als Unternehmer, Unternehmerin groß zu denken und das dann konsequent umsetzt. Dazu gibt's ein Werkzeug, und das heißt Kommunikation. Und jetzt eine einfache Metapher, um eine rhetorische Figur zu skizzieren. Du willst dein Haus renovieren. Innen, malen, neue Gardinen, das ganze Ding. So, jetzt hast du einen Innenarchitekten, der hat ja da einen Plan gemacht und du sagst schicke Bilder. Und jetzt lässt du dir von zwei Handwerkern Angebote einholen.
Beide geben ungefähr zum selben Preis, so ziemlich eine Liga zumindest, ein Angebot ab. Und der eine Handwerker, der fängt in Raum A an und hat als Werkzeug einen Pinsel und in einer Größe und eine Rolle. So, und der zweite Handwerker, der hat eine Palette von 18 Pinseln und eine Palette von 8 verschiedenen Rollen. Und dazu hat er noch Spachtel und du siehst einen Tapeziertisch und so weiter und so weiter. Wenn die beiden jetzt anfangen, in deiner Wohnung zu arbeiten, wem vertraust du mehr, Dirk? Ja, wahrscheinlich dem zweiten. Definitiv. So, und jetzt schaust du bitte in deine persönliche rhetorische Werkzeugkiste und fragst einmal, was liegt denn da bei mir drin? Setze ich Fragearten bewusst ein? Weiß ich, wann ich eine geschlossene, eine offene, eine motivierende, eine Suggestivfrage stelle, eine Ja-Fragenstraße baue? Mache ich das bewusst an bestimmten Stellen, um mein Ziel schneller zu erreichen, Menschen zu begeistern und zu überzeugen? Oder plaudere ich einfach drauf los, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Ja. Und wenn wir ins große Business schauen, wenn wir in die große Politik schauen, schlechtes Beispiel oft, weiß ich, aber selbst da gibt es ein paar gute Beispiele. Wenn wir in die große Politik schauen, dann werden wir feststellen, dass viele, die über eine lange Strecke erfolgreich und beliebt sind, über einen einfach größeren Werkzeugkoffer an rhetorischen Stilmitteln verfügen. Und wenn du da für dich jetzt, lieber Zuhörender, das Gefühl hast, der Koffer, der ist noch nicht so groß, dann gibt es zahlreiche Rhetoriktrainerinnen und Rhetoriktrainer, bei denen man sowas üben kann. Wenn du das jetzt einigermaßen sympathisch findest, was ich hier sage, komm zu mir. Wenn du sagst, nee, der ist mir zu laut oder was, dann gehst du zum René. Das ist alles in Ordnung. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Nur mach eins bitte nicht. Dieses Thema ist für alle Unternehmer, Unternehmerinnen das absolut Wichtigste. Kommunikation ist unser Werkzeug Nummer eins. Nicht das Produkt, was du herstellst, die Dienstleistung, die du anbietest. Kommunikation ist es. Und wenn du das besser löst, weil du deinen Werkzeugkoffer größer machst, wirst du Probleme besser lösen können. Punkt. Ein Feuerwerk. Das war aber wirklich, das war grandios. Ja, es ist eine ganz spannende Geschichte. Wir hatten dieses Thema auch vor kurzem. Und ich sage, was ist denn eigentlich Unternehmertum? Was bedeutet das denn genau? Und dann die ganz, ganz, ganz viele Unternehmer kommen immer über die Produkte und über die Know-how-Schiene, aber nie um diese Thematik. Ich sage, was brauche ich denn als Unternehmer? Ja, ich brauche ein Team und es muss geführt werden und ich brauche das und das. Also ganz andere Fähigkeiten auch noch dazu. Wie definierst du denn Unternehmertum für dich? Verantwortung und Dinge schaffen. Also als Unternehmer löse ich Probleme. Und solange es Probleme auf dieser Welt gibt, wird es Unternehmen geben. Weil es ist völlig egal, ob es jetzt ein Friseur ist. Also du hast ja nicht nur Ton, du siehst ja gerade auch das Bild, brauche ich jetzt nicht. Aber dafür habe ich ein anderes Unternehmen. Ich glaube, die heißen Remington. Die sorgen dafür, dass sie morgens einmal über meine Glatze jagen. So. Und meine Frau, die hat sehr viele Haare und hübsche, die geht dann halt zum Friseur regelmäßig und lässt sich das machen. Und damit ist ein Problem gelöst, dass sie selbst ihre Haare nicht schneiden muss. Ja. Wenn ich eine Versicherung kaufe und mir etwas absichere, was ich mir mit viel, viel Arbeit aufgebaut habe, dann löst mir diese Versicherung ein Problem. Und der Versicherungsvertreter, der hat die Kommunikationsaufgabe, dieses komplizierte Konstrukt einer Versicherung so rüber zu transportieren, dass ich als Kunde es verstehe und Lust habe, es zu kaufen. Ja. Ein Hersteller von Dichtringen für irgendwelche Rohre, der löst ein Problem, dass man, wenn man Rohre zusammensteckt und da läuft dann nachher irgendwas durch, ob Gas oder Wasser oder Luft, dass es dicht sein muss, der löst damit ein Problem. Unternehmer lösen Probleme. Ja. So, und was ich brauche, ist den Blick auf das Problem der Welt. Davon haben wir nun wirklich genug. Und dafür Lösungen zu produzieren. Und wenn ich Lösungen für Probleme produziere, kann ich dafür Geld verlangen. Und jetzt muss ich eine Organisation aufbauen, die tragfähig ist. Und dazu muss ich Leute einstellen. Das muss ich selbstverantwortlich machen und sollte ich auch nicht wegdelegieren als Unternehmer. Gerade die Leute, mit denen ich direkt zusammenarbeite, die ihren Job können. Also ich muss die Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung braucht das Dreieck der Eigenverantwortung, kennst du, heißt wollen, können, dürfen. Ich muss die Verantwortung wollen. Ich bin verantwortlich in aller Konsequenz. Wenn etwas gut läuft, wird man mir auf die Schulter klopfen oder in Deutschland ist wahrscheinlich einfach ignorieren. Oder man ist neidisch, alles gut, aber ich muss es wollen. Ja. Dann muss ich es dürfen. Das heißt, entweder eine Bank, weil sie mir Geld gibt oder sonst jemand erlaubt es mir, es zu tun. Als Unternehmer brauche ich diese dürfen
Ecke wahrscheinlich nicht so stark, weil ich ja selber entscheiden kann. Und ich kann ja klein anfangen und mir was Großes aufbauen. Und das Dritte, das ist eben das Entscheidende, wollen reicht nicht, ich muss es können. Ich muss mir all das wissen und das Handwerkzeug anarbeiten, um nachher es auch umsetzen zu können. Und ich darf mir selbst als Mensch mit all meinen Fehlern zugestehen, dass auf dem Weg zum Können ich mir eingestehe, dass ich manche Dinge vielleicht noch lernen muss und dann lerne ich sie eben. Und das ist eben in Ordnung. Und wenn ich auf diesem Weg noch Fehler mache, weil ich einfach Dinge nicht so gut kann, noch nicht kann, dann ist dieser Fehler und das, die daraus entstehende Konsequenz nichts anderes als ein Fingerzeig, dass ich an meinem Können noch weiter arbeiten muss, wenn ich denn Unternehmer, Unternehmerin sein will. Und das ist eben alles nicht delegierbar, wie ich sage, sondern diese Verantwortung muss ich übernehmen. Punkt aus. Sehr stark. Was sind denn deine persönlichen Ziele in deinem Unternehmen? Ja, jetzt bin ich Künstler und kein Unternehmer. Jetzt lachst du wahrscheinlich, weil ich habe ja viele Unternehmungen schon ich gehabt. Ich weiß. Und trotzdem hast du ja auch bestimmt ein Antrieb, ein Ziel, eine ganz große Mission. Ja, das hat sich in meinem Leben natürlich verändert. Es gibt ja auch Lebensphasen. Also es gab schon die Phase, wo ich mir selber beweisen wollte, ein guter Unternehmer zu sein. Und ich habe das auch ganz gut gemacht. Ich habe mein Institut in Bamberg gehabt mit vielen, vielen Angestellten. Ich habe es geliebt dort. Damals war ich noch der Meinung, man muss einen Anzug tragen, mit meinem Anzug reinzustolzieren und die ganzen Mitarbeitenden, die am ersten ihr Gehalt kriegen. Und ich habe das alles produziert. Das hat mich stolz gemacht, weil wenn ein Mensch, den du anstellst, der in jedem ersten sein Gehalt bekommt, wo die Sozialversicherung bezahlt wird, das ist ja nicht nur dieser eine Mensch, sondern im Regelfall ist das eine Familie, die dahinter steht, die du durch dein Unternehmertum stabilisierst. Also dieser gesellschaftliche Wert des Unternehmers, der ist nicht zu unterschätzen. So, ich habe das gemacht. Ich habe das auch sehr lange wirklich gerne gemacht. Und solange ich es gerne gemacht habe, habe ich es auch gut gemacht. Habe allerdings schon 2 Jahre vor Corona für mich festgestellt, dieses Innovation machen, dieses neue Dinge entwickeln, das ist so stark in mir drin. Im Deep Ocean Modell ist das Thema Intellekt. Mhm. Beschreibt übrigens nicht Intelligenz, sondern Intellekt ist das Interesse an abstrakten Ideen und Konstrukten. Und das ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich interessiere mich einfach für neue Dinge. Und ich bin seit über 3 Jahrzehnten Coach, Trainer und Keynote-Speaker. Als Coach habe ich immer dafür gesorgt, dass ich die Coaching-Werkzeuge, die gerade so auch wissenschaftlich anerkannt sind, mir antrainiere. So ist ja auch der Frederik in mein Leben gekommen, der beste Coach-Ausbilder Deutschlands. Dr. Frederik Hümmelke. Und habe mich dort ausgebildet. Und ich habe festgestellt, wenn ich mit diesen Methoden mit meinen Unternehmerinnen und Unternehmern arbeite, dann kommen die vorwärts. Und das ist total motivierend. Und in der Zwischenzeit ist mir ein Thema über den Weg gelaufen, das mich völlig umgenietet hat, mit dem ich riesen Probleme hatte am Anfang, als das so in den wissenschaftlichen Fachblättern wieder auftauchte. Es ist ja eine Wiederkehr, es gab es in den 60er Jahren schon mal. Und das ist das Arbeiten mit Microdosing und mit psychedelischen Substanzen. Und ich war ein Riesengegner und habe gesagt, Drogen sind die nicht ganz dicht. Habe dann aber angefangen, mich einzulesen in diese Thematiken. War völlig geschockt, warum bestimmte Substanzen, die weder toxisch sind, also in keinster Weise giftig, noch überhaupt nur einen Suchtrezeptor haben, auf einmal auf dem Betäubungsmittelgesetz weltweit landeten und als Teufelsdroge auf eine Stufe mit Heroin gestellt, verteufelt werden. Dabei aber die Studienlage super klar ist, dass sie Angstzustände, Depressionen und viele, viele weitere seelische Dinge einfach nur heilen können. Und glücklicherweise hat die Wissenschaft dieses Thema wieder aufgegriffen. Die Studienlage ist heute einwandfrei. Die Substanz LSD ist in den USA im sogenannten Breakthrough-Status seit März diesen Jahres. Das heißt, es wird wohl wieder als Medikament zugelassen und damit dann auch vom Betäubungsmittelgesetz verschwinden. Und alles das fasziniert mich so, dass ich
angefangen habe im Coaching mit Microdosing und auch mit richtigen Trips im therapeutischen Kontext, das ist jetzt ganz wichtig, natürlich mit ärztlicher Begleitung und Beratung eines Arztes, der in der Charité Berlin für drogeninduzierte Psychosen verantwortlich war. Also es ist jetzt kein Esoterik-Schnickschnack, sondern wir gehen das schon sehr, sehr ernst, wissenschaftlich, unternehmerisch an, das Ganze. Wir arbeiten damit gerade. Und das macht eine so unglaubliche Freude, weil ich gesehen habe, wie ich in Coachings früher immer so kleine Steps nach vorne gegangen bin. Und heute kann ich teilweise an einem Tag eine wirklich psychische Belastung komplett von einem Menschen nehmen, dank eines begleiteten Prozesses und eben dieser Trip-Erfahrung. Das ist atemberaubend. Und das fasziniert mich gerade. Und an dem Aufbau dieses Unternehmens stecke ich gerade sehr, sehr viel Energie rein. Ja, wow. Das ist eine große, große Mission. Ja. Wenn du mal zurückblickst auf deine ganze Unternehmerzeit, Coachingzeit, was war hier dein größtes Learning? Was war so dieser Moment, wo du dich daran erinnerst, wo du danach alles anders gemacht hast oder wo du vielleicht verschiedene Dinge anders gemacht hast? Was war das denn und wie bringst du es heute in dein Leben? Heutzutage gibt es ja so Rednerveranstaltungen, die nennen sich Fuck-Up-Nights. Da bin ich auch mal aufgetreten in Erfurt und habe mal über meine größte Pleite gesprochen. Das ist ja etwas, was Menschen nicht so gerne machen. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich habe zwei Runden Vorsprung vor mir selbst. Das liegt eben in meiner Persönlichkeit. Das ist dieser Enthusiasmus, diese Begeisterungsfähigkeit. Also meine Extrovertiertheit. Und diese Begeisterungsfähigkeit lässt mich eben manchmal auch in Bereiche stürzen. Ich habe es im Grunde genommen in diesem Podcast schon angesprochen, wo ich ein bisschen früher dran bin als andere und dann Vollgas gebe. Ne? Und dann fliegt mir natürlich auch viel entgegen. Und früher, als ich der Meinung war noch, dass ich alles, wirklich alles selber lösen kann, habe ich das dann auch selber gemacht und dann auch Dinge selber gemacht, die nicht in meiner Persönlichkeit oder wo meine Persönlichkeit nicht für dienlich ist. So ist es ja. In der Persönlichkeit gibt es ja Effekte, die sind für bestimmte Dinge und Situationen dienlich und für andere eben nicht so dienlich. Und das ist mir erst im Laufe meiner Unternehmerzeit sehr, sehr bewusst geworden. Und ich hab wirklich viele Projekte fürchterlich an die Wand gefahren. Ich habe ein Startup an die Wand gefahren. Da haben wir auch zum Glück als Team und nicht nur ich persönlich Millionen verbrannt, kann man wirklich sagen. Wir waren der Zeit etwas voraus und jetzt, wenn ich ein Projekt habe, wie zum Beispiel gerade dieses Projekt Durchbruch-Coaching mit den psychedelischen Substanzen, sorge ich schon im Frühstatus dafür, dass viele kritische Stimmen auch in meinem direkten Netz sind. Ich habe zum Beispiel eine Kinderpsychotherapeutin, die ich wahnsinnig schätze, die ich viele Jahre selbst als Coach begleitet habe, die sagt, nein, das geht auch ohne. Und die sagt, das darf man nicht machen, also mit Substanzen zu arbeiten. Und die habe ich mir als Beraterin mit in mein Team geholt, weil ihre kritische Stimme meinen Enthusiasmus bremst. Und dazu sie aus ihrem kritischen Mismatcher-Blick für diese Thematik Perspektiven aufreißt, die wir vielleicht in der Strategie und Planung noch nicht im Blick hatten. Und das ist wichtig. Und das ist das sicher auch wichtigste Learning. Hol dir keine Ja-Sager. Wenn du Narzissten brauchen nur Ja-Sager um sich herum und das ist schwach. Hol dir die kritischen Stimmen mit in dein Leben, die dir konstruktives Feedback geben können, die fachlich kompetent sind und idealerweise auch Kommunikationsskills haben in ihrer Persönlichkeit, die es erträglich machen, ihr Feedback anzuhören. Ja, da haben wir eine gute Parallele. Enthusiasmus 95. Dieses Thema mit den vielen Projekten und mit den vielen Projekten und vieles beginnen und 30 Bälle in der Luft halten. Ja, mein Gegenspieler ist mein Sohn und Gott sei Dank ist er da. Oh, schön. Jetzt mache ich genau. Mein Sohn ist vom Enthusiasmus eher in der Nähe des Gefrierpunktes, liebevoll gesagt, aber ein wahnsinnig toller Gegenspieler, der mich dann immer wieder challenged und sagt, Mensch, lass uns doch mal das eine fertig machen, bevor wir das andere schon wieder starten. Genau. Herrlich. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Die Kehrseite, Die Kehrseite, unternehmerischer Erfolg. Was war in deiner Wahrnehmung dein größter unternehmerischer Erfolg und vor allem, was ist davor geschehen? Welche Entscheidung hast du davor gefällt, dass dieser eintreten konnte? Ja,
Ich liebe ja meine Arbeit als Rhetoriktrainer, weil ich Räume geschaffen habe, in denen ich mich selbst unwahrscheinlich gerne aufhalte und diese Räume auch für meine Kunden unglaublich interessant sind. Und da habe ich mich eben damals auch etwas getraut. Und darauf bin ich heute sehr, sehr stolz, dass ich da durchgehalten habe, weil auf dem Weg dorthin gab es wirklich viele, viele, viele Nächte, in denen ich schlaflos war und überlegt habe, ich lasse es. Aber mein unerschütterlicher Optimismus hat mich dann glücklicherweise dabei gehalten. Meine Seminare finden an schönen Orten statt. Also Rhetorik Teil 1, man muss die Teile bei mir von 1 bis 5 durchziehen. Also man muss es nicht durchziehen, aber du darfst sie nur der Reihenfolge nachmachen. Teil 1 findet auf Mallorca statt. Und wie bin ich auf diese Idee gekommen? Das mache ich seit über 20 Jahren auf Mallorca. Ich musste dringend für einen Auftrag, den ich gewonnen habe, zusammen mit einem großen Trainingsunternehmen, haben wir einen internationalen, weltweit agierenden Kunden akquiriert. Und ich musste sehr, sehr schnell Englisch lernen, um die Trainer auf den Kontinenten auf meine Coaching-Programme zu coachen. Und mein Englisch war miserabel. Und bei einem Air Berlin-Flug, die Älteren werden sich erinnern, da gab es dieses Air Berlin-Magazin, das ich immer gerne gelesen habe, weil vorne das Editorial des Präsidenten, Vorstandsvorsitzenden immer sehr, sehr gut geschrieben war, fand ich. Sehr inspirierend, sehr, sehr klar und verbindlich. Und da war eine Werbung drin von einer Firma, nennt sich Alpha-Institut, www.fremdsprache.de. Da lernst du 900 Vokabeln in einer Woche. Und ich habe gedacht, ja, spannend. Und Superlearning, Professor Losanow, wissen wir ja, hat ja nicht funktioniert. Und da habe ich gedacht, wie sollen sie das machen? Und habe dann festgestellt, weil ich hingeflogen bin, weil es ja schnell gehen musste, die haben Losanows Idee des Superlearning einfach weiterentwickelt und an Lerntypen angepasst. Und damit erreichen die jetzt tatsächlich 100% Quote beim Superlearning. In einer Woche habe ich 900 Vokabeln gelernt. Du brauchst nur 1400 Vokabeln einer Sprache, um sie fließend zu sprechen. Dann hast du keinen großen Sprachschatz, aber du kannst sie fließend ausdrücken. Bin direkt von Mallorca über einen kleinen Europaumweg dann nach Amerika geflogen, habe dort direkt 2 Vorträge gehalten und konnte dann als Coach agieren. Und als ich von dieser Woche Englisch lernen aus Mallorca zurückgekehrt bin und in einem Seminarraum Castrop-Rauxel saß, in einem dieser typischen 3-Sterne-Hotels, dieser Seminarbunker, die alle gleich aussehen, die alle fürchterlich hässliche Teppiche haben, wo überall dieselbe blöde Kapsel-Kaffeemaschine steht und wo du egal ob 3 oder 5 Sterne auch immer dasselbe Fressen kriegst, ne? Hab ich mich gefragt, warum eigentlich? Warum stehe ich hier? Ne? Ja. Du hast gerade gesehen, wie du eine Woche Business-Englisch lernst auf Mallorca mit Badehose und Badelatschen und völlig stressfrei ans Ziel kommst mit einem geilen, motivierten Trainer. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das probierst du jetzt auch und habe es durchgezogen. Und es war so, dass ich 2 Jahre Geld draufgelegt habe. Also ich habe Leute eingeladen, ich habe einfach Multiplikatoren gesucht, die erzählen, wie geil das ist, nach Mallorca zu fliegen und dort Rhetorik zu trainieren. Dann habe ich 1-2 Jahre noch Geld getauscht und dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen. Und heute ist das natürlich mein wichtigstes Produkt in meinem Institut. Das heißt, ich mache 6 Seminare Rhetorik Teil 1 auf Mallorca mit maximal 12 Teilnehmenden. Also immer schön eine Kleingruppe, dass ich individuell arbeiten kann mit Virtual Reality Technik. Nicht in einem Seminarraum, sondern wir sitzen in einer riesengroßen alten Bar. Da ist ein Tischkicker, da ist ein Kühlschrank. Davor haben wir eine riesige Terrasse, die ist für uns abgesperrt, dass keine Hoteltouristen dorthin kommen, wo wir Gruppenarbeiten machen können. Und der Gruppenarbeitsraum Nummer 3 ist der Pool. Wir machen Gruppenarbeit im Pool, das ist kein Witz. Business Casual ist bei mir verboten. Die Leute sollen in Freizeit- und Badekleidung ins Seminar kommen. Und da entsteht eine Atmosphäre, also ich halte mich da einfach wahnsinnig gerne auf. Die Teilnehmenden lieben dieses Hotel. Die meisten fahren nachher nochmal hin in mein Seminarhotel, um dort mit der Familie Urlaub zu machen. So geht das los. So, und dann ist Teil 2 in Barcelona. Beste Haus am Platz, 5 Sterne plus, Mega-Luxus, Casa Fuster. Wer da noch nicht war, hat nicht gelebt. Teil 3, Kontrastprogramm Toskana. Da fahren wir auf eine Finca, die gehört einem Freund und Kunden von mir, privat, auf einem Berg. Und soweit das Auge reicht, und das ist wirklich so, siehst du keinerlei Zivilisation, sondern nur Natur.
horizontweit nur Natur. Es ist eine wunderbare Lage. Und da musst du halt dein Handtuch selber mit zum Pool schleppen. Da gibt es auch einen schönen randlosen Pool. Aber da musst du halt dein Handtuch selber mitschleppen und wird dir nichts hinterhergetragen. Passt aber auch zum Seminarthema. Teil 4 tauchen wir nach Dubai ab. Nicht, weil ich Dubai so liebe, sondern weil Ethnozentrismus ein Thema ist. Da geht es darum, die eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Und Ethnozentrismus ist ein Problem, das wir haben, dass wir meinen, was in unserer Kultur passiert, ist richtig. Aber ob es tatsächlich richtig ist, Entwicklungsstufen mal kennenzulernen, da bist du in Dubai genau richtig. Genau der richtige Platz, um das mal zu reflektieren. Und Teil 5, dort fliege ich mit meinen Teilnehmenden nach Mexiko. Und da geht es dann richtig in die fiesen Bereiche der Kommunikation. Kommunikationsformen von psychisch Kranken wie Gaslighting etc. pp. Werden dort aufgedeckt. Und vor allen Dingen, wie man das erkennt und dann damit umgeht, auch das bearbeitet. Und da sind wir im Dschungel. Sehr, sehr spannend. Du kannst stundenlang weiterreden. Das ist echt das ist genial. Was ist denn dein persönliches kleines Geheimnis, das dich da antreibt, genau mit diesem Enthusiasmus neben deiner Persönlichkeit? Ich weiß, hier da jeden Tag Vollgas zu geben und die Menschen zu motivieren, weiterzubringen. Ich habe meine Angst im Griff. Das ist es. Es ist nicht, dass ich keine Angst habe. Ich weiß, dass ich manchmal so wirke, aber ich habe sie im Griff einfach. Also ich nehme sie als Ratgeber und ich weiß, damit umzugehen. Und dadurch, dass ich sie im Griff habe, bin ich risikobereit. Das ist, glaube ich, das größte Geheimnis. Das alles. Das ist so ein bisschen, Johnny Depp hat mal ein Interview gegeben, da hat er das auch gesagt. Manche Leute sind neidisch auf mein Leben, hat er gesagt. Und bei ihm sehe ich da viele Gründe, neidisch zu sein. Johnny Depp ist ja echt Wahnsinn, was der erreicht hat als Schauspieler und auch als Musiker. Er ist ja auch Gitarrist und macht da richtig tolle Sachen. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Aber der hat mal in so einem Interview gesagt, er hat einfach keine Angst. Und das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass alle Menschen Angst haben. Aber ich habe sie recht gut früh in meinem Leben in den Griff gekriegt, weil ich mich mit dem Thema Selbstwirksamkeitswahrnehmung beschäftigt habe. Und das ist was anderes als Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nur, sich selbstbewusst zu sein. Da hast du jetzt noch gar nicht großartig etwas draus gemacht. Aber zu spüren mit deiner Persönlichkeit, die im 5. Lebensjahr festgelegt ist und sich den Rest deines Lebens bis auf die Volatilität nicht mehr ändert. Mit diesen, das ist ja ein Geschenk, deine Persönlichkeit ist ein Geschenk. Die kennenzulernen und daraus etwas zu machen, deine Persönlichkeit zu nutzen, dann wirst du irgendwann feststellen, dass du Dinge erschaffen kannst. Und wenn du einmal, nur einmal in deinem Leben für dich selbst verstanden hast, dass du aus deiner Persönlichkeit heraus mit deinem Wissen und deiner Handlungsenergie Dinge erschaffen kannst, dann gibt es keinen Grund mehr, Angst zu haben. Weil, wie ich es gesagt habe, Unternehmer sein heißt ja nichts anderes als Probleme zu lösen. Und wenn ich jetzt auf focus.de gehe und mal lese, was gerade in der Welt los ist, dann lese ich Probleme, Probleme, Probleme. Ja. Das heißt, Unternehmer sind ja Menschen, die etwas lösen, sind immer gefragt. Und wenn du Selbstwirksamkeitswahrnehmung hast, dann weißt du, dass du jederzeit irgendwo etwas kreieren kannst und damit kannst du dann auch dein Leben finanzieren und das deiner Familie verantwortlich tragen. Und ja, mehr braucht es ja nicht. Danach braucht es nur noch gute Beziehungen, gute Freunde, die muss man pflegen, da muss man sich drum kümmern. Das ist das, was am Sterbebett das Entscheidende ist, nicht welche Farbe dein Porsche hatte, sondern wie gut deine Beziehung war. Zu deinen Kindern, zu deinen Liebsten, zu den Menschen, denen du dich mal versprochen hast, selbst wenn du dich trennst, aber diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Und wenn du das beides hast, dann ist doch alles im grünen Bereich, egal was uns der Alltag so an Problemen vor die Füße wirft. Ja, du sprichst im Moment, also das Thema, du sprichst, das relevanteste Thema momentan im Unternehmertum an oder das größte Problem im Unternehmertum, die Angst. Also die Angst, den richtigen Berater zu finden, die Angst vor Liquiditätsengpässe, die Angst, die richtigen Mitarbeiter einzustellen, die Angst, zu viel Kosten zu haben, die Angst, irgendwelche Investitionen zu versemmeln. Hast du kurz und knapp vielleicht ein, zwei Tipps, wie ein Unternehmer oder überhaupt ein Mensch daran gehen kann, seine Angst, ich weiß nicht, ob zu besiegen jetzt das richtige Wort ist, aber zumindest, wie du sagst, im Griff zu behalten? Also dir ist schon klar, dass du mir jetzt den roten Teppich ausrollst für mein neues Unternehmen gerade.
Soll ich jetzt die nächste Werbedüse hier raushauen? Aber okay, das muss ja nicht nur mal das Wichtigste ist, für mich ist das Wichtigste auch in diesem Podcast natürlich erste Schritte gehen zu können und vielleicht auch mal kleine Schritte zu gehen, weil das ist ja schade drum, wenn jemand wegen der Angst erstarrt und eben keine Handlung mehr oder überhaupt nichts mehr tut und irgendwann ist es halt mal schwierig. Und es wäre doch schöner, ja, und wir hätten den Mut und gehen einen Schritt. Das ist das Gegenteil von Verantwortung, diese Erstarrung. Da ist vollkommen richtig. Die Frage ist, was löst denn diese Ängste in dir aus? Und das ist vielen Menschen eben nicht bewusst. Jeder Mensch hat traumatische Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Und eine traumatische Erfahrung ist psychisch nicht lapidar, sondern das ist eine Erbse, die in deinem Gehirn liegt. Also wir können das ja heute über MRT beispielsweise messen. Wenn ein Mensch bestimmte Dinge fühlt, wenn ein Mensch an bestimmte Dinge denkt, wo funkt's denn da gerade im Gehirn? Und ein Gedanke und auch ein Verhaltens- oder ein Denkmuster, das ist eine Linie, eine Verbindung zwischen zwei Neuronen. Ein einfacher Gedanke ist einfach nur ein kurzer Blitz, der dazwischen herschießt. Und ein Denk- oder Verhaltensmuster, etwas, das wir immer und immer wieder tun, ist eine feste Linie, eine sogenannte Myelinscheide. Da ist quasi um dieses Gedankenband noch eine Fettschicht, die es schützt und die dafür sorgt, dass es 24 Stunden täglich funkt. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, lass mich diese persönliche Geschichte erzählen. Als ich 6 Jahre alt war, hat mein besoffener Onkel meine Mutter in meinem Beisein zusammengeprügelt. Also Blut, Platzwunden. Als sie am Boden lag, hat er noch auf sie eingetreten. Und ich war 6 Jahre alt und ich war daneben. Und Dirk, ob du es glaubst oder nicht, aber diese Erfahrung war 40 Jahre aus meinem Bewusstsein weg. Es war verdrängt. Und das macht unser Gehirn. Das kann es. Das ist eine gute Leistung. Es kann emotional schwierige Erlebnisse so wegverdrängen, dass sie aus deiner Erinnerung komplett getilgt sind. Achtung! Sie ist aber nur aus deiner Erinnerung getilgt. Die Erinnerung liegt ja vorne in unserem Verstand, im präfrontalen Kortex, im sogenannten Frontallappen. Ja? Das sind 10% unseres Gehirns. Das ist das Bewusstsein, mit dem wir den Alltag wahrnehmen. Die restlichen 90% des Gehirns arbeiten aber auch, nur eben teilweise verdrängt. Und jetzt kommt's. Meine in Kürze 18-jährige Tochter hat mir im Alter von 15 Jahren etwas ins Gesicht geschmissen. Und zwar, Papa, deine Mikroaggressionen gehen mir auf den Sack. Und ich sage, hä? Was für Mikroaggression? Und dann sagt sie, ja, du reagierst völlig über, wenn irgendwie irgendjemand aus unserer Familie, das sind halt nur Frauen, meine Frau, meine zwei Töchter, angegangen werden, verbal. Und dann bin ich drüber. Und ich sage so, hä, aber ist doch meine Aufgabe hier, meine Familie zu beschützen. Nein, sagt sie, gerade du als Rhetoriktrainer solltest aber mit gelassen umgehen. Und das hat mich ganz schön umgehauen. Und ich wusste nicht, wo es herkam. Wenn du eine psychedelische Substanz in dein Gehirn lässt, egal ob Mikrodosing, Schwellendosis oder sogar ein richtiger Trip, setzt ein sogenannter Helioskop-Effekt ein. Das ist ein medizinischer Fachbegriff. Helioskop ist dieses Gerät, mit dem du in die Sonne schauen kannst, ohne dass dein Auge verletzt wird, weil alle schädlichen Strahlen rausgefiltert werden vom Helioskop. Eine Substanz, mit der wir arbeiten, wie beispielsweise das LSD-Derivat T1, das ist eine erlaubte, legale Substanz. Wenn die in dein Gehirn kommt, im therapeutischen Kontext mit vorheriger klinischer Anamnese, ob dir das auch keinen Schaden zufügt und so weiter, dann setzt dieser Helioskop-Effekt ein. Das heißt, die Neuroplastizität in deinem Gehirn steigt. Gehirnareale, die also in der Vergangenheit nicht miteinander kommunizieren, fangen an, miteinander zu kommunizieren. Das können wir messen. Im MRT siehst du dann richtig, wie es funkt und blitzt. Und jetzt liegt da irgendwo in deinem Gehirn ein traumatisches Erlebnis aus deiner Kindheit. Das ist wie so eine Erbse, das in deinem Gehirn liegt. Und jede Verbindung nach vorne zum präfrontalen Kortex ist von deinem Gehirn selbst gekappt worden, weil es emotionalen Schmerz auslöst, den du im Alltag nicht gebrauchen kannst. Unter dieser Substanz wird diese Verbindung wiederhergestellt und du bist unter Einfluss von Oxytocin- und Serotoninproduktion. Das heißt, du bist im totalen Glück. Du bist in diesem unfassbaren Gefühl der universellen Liebe. Das nimmst du wahr. So, und jetzt ist entscheidend. Das ist ein Prozess, der passiert mechanisch in deinem Gehirn, wenn du psychedelische Substanzen nimmst. Nie unbegleitet machen, dieser Disclaimer muss sein. Das ist nichts für Partys und nichts für Private, sondern mit erfahrenen Tripsittern an deiner Seite. Jetzt ist das Entscheidende, dass du diese Erfahrung,
diese Trip-Erfahrung anschließend in deinen Lebensalltag integrierst. Und das machen wir über Coaching-Begleitung. Wir bereiten vor den Trip mit zwei Messverfahren, Anamnese und Coaching, und wir sorgen für die saubere Integration des Erlebten in den Alltag durch eine coachende Begleitung. Und jetzt ist diese Erinnerung auf einmal wieder da. Aber zum Beispiel ich habe meinem Onkel komplett verziehen. Der war schwer alkoholkrank. Er hat von meinem Vater eine Nachricht bekommen, nämlich dass er ihn aus dem Haus schmeißt, als Mieter entlässt. Und war komplett zugesoffen. Und weil er natürlich ein Feigling ist und alkoholkrank ist, ist er nicht zu meinem Vater gegangen und hat dort seine Wut rausgelassen, sondern an den Schwächsten, an der Frau des Mannes und an dem 6-jährigen Kind. So, der ist krank gewesen. Dem kann ich heute, ich habe dem komplett verziehen. Weil es ist nun mal eine schlimme Krankheit und Alkohol ist wirklich eine schlimme Droge. Aber diese Arbeit können wir heute leisten. Das heißt, wenn Menschen durch Ängste beklemmt und gerade Unternehmer nicht das tun können, was sie tun müssen, dann kann ich euch wirklich raten, kommt zu uns, zu Durchbruch Coaching, und wir können euch helfen. Deine Frau ist ja auch dabei, ne? Wir können helfen, hier in die Gesundung zu kommen. Ja, ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ich wünsche dir sehr, dass du diese Vision und diese Mission sehr erfolgreich umsetzt. Und da drücke ich dir mehr als alle Daumen, denn ich wünsche hier insbesondere den Unternehmern, dass sie wieder mutig agieren. Und wenn ich erlebe, in welchem Zustand die Unternehmer dann in eine Beratung gehen, sei es ein Burnout, sei es der Ehekonflikt, sei es auch die Liquiditätsenge, 4-5 Jahre vorher, als das schon im Prinzip alles ja da war, wäre es halt einfach einfacher gewesen. Ich weiß, wir lernen über den Schmerz in aller Regel und nicht so sehr gerne über da vielleicht im Vorfeld mal darüber die Weichen zu stellen. Und den gleichen Kontext haben wir immer in der Thematik Unternehmensnachfolge. Auch hier, wir warten, bis wir 65 ja. sind und unsere Firma, also unsere Altersvorsorge, weil wir Angst haben, dass wir irgendetwas loslassen müssen, was wir so gern haben. Wow! Michael, darf ich dich 5-6 ganz kurze Fragen zu dir persönlich stellen? Wenn die anderen nicht schon persönlich gewesen wären. Passt es? Los. Also ganz kurz und knapp. Klar. Was ist dein liebstes Reiseziel? Nordzypern. Was machst du am liebsten, wenn du die Leute nicht die Rhetorik nahebringst? Was ist dein Hobby außerhalb der Arbeit? Ich spiele Gitarre und liebe Musik und moderiere gratis ein Musikfestival eine Woche lang. Ich liebe Musik. Sehr schön. Du hast vorher schon ein Buch empfohlen. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Welches empfiehlst du denn dem Unternehmer? Kein Fachbuch, sondern Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón, weil du hier auf einen Sprachschatz triffst, der aus meiner Sicht auch in der literarischen Welt, besonders in der modernen, absolut einzigartig ist. Und es ist eine wunderbare Geschichte, die dich in eine völlig andere Welt entführt, in die Welt des Barcelona unter der Zeit des Diktators Franco. Eine Kriminalgeschichte, ist ein bisschen mystisch, löst sich aber alles auf. Unglaublich spannend erzählt, tolle Charaktere, tolle Figurenbeschreibung. Und beim Lesen, dieses Abtauchen in die andere Welt, auch hier entwickelt dein Gehirn neue Gehirnverbindungen, die dir tatsächlich im Berufsalltag helfen. Also vergesst die Kunst nicht, egal ob es Musik ist, ob es Malen ist, ob es Skulpturen sind oder ob es großartige Literatur ist. Kunst ist ein Spiegelbild unserer Kultur, unseres wahren Ichs, unseres Seins. Und gerade Unternehmer, auch denen es gut geht, vergesst auch nicht, die Kunst zu fördern. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Künstler brauchen Unterstützung von Unternehmern. Und das ist das Buch, was ich am meisten empfehle, mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe schon 8-mal gelesen. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Entschuldigung, jetzt war es gerade. Badewanne. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Meine Morgenroutine ist Badewanne. Ich suche meine Hotels danach aus, ob sie eine Badewanne haben. Und ich habe durch meinen Enthusiasmus habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Das habe ich heute gelöst, auch dank meiner eigenen Durchbruch-Coachings. Inzwischen kann ich auch selbstständig meditieren, was sehr viel Qualität in mein Leben gebracht hat. Früher habe ich mich damit sehr schwer getan. Gitarre war für mich meine Meditation, weil ich mich dort aufs Instrument konzentrieren muss.
Und damit ich mit meiner, also meine Frau sagt immer, ich schlafe mit den Fingern in der Steckdose, damit ich meine Energie haushalten kann, gönne ich mir morgens einfach eine halbe Stunde ein entspanntes Schaumbad, in der ich mit Ruhe und sortierten Gedanken dann in den Tag starte. Und das ist ein wunderbares Ritual, das mir viel Lebensqualität geschenkt hat. Sehr, sehr spannend. Wie planst du deine großen strategischen Aufgaben? Hast du da irgendwas? Bist du ja, mit der Copy-Strategie. Das ist ja eine Copy-Strategie. Copy-Strategie ist eine Produktstrategie eigentlich, mit der zum Beispiel Apple arbeitet. Wenn Apple eine Keynote macht und ein neues Produkt vorstellt, wirst du immer feststellen, das Produkt wird positioniert. Position, USP, es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Benefit, es hat einen Nutzen. Reason why, dieser Nutzen wird bewiesen. Es hat immer die Apple-Tonalität in Bild und Ton und Sprache. Es hat eine klare Zielgruppenansprache. Und ganz klar nutzt Apple Influencer und Multiplier, weiß, wer diese sind, um die Produkteinführung entsprechend erfolgreich zu machen. Und ich habe wirklich Unternehmen damit, mit dieser Strategieform, da kommt noch ein bisschen was dran aus der Horvath und Partner Strategie. Aber ich habe im Grunde genommen die große Strategie, das große strategische System von Horvath und Partner genommen und ist so runtergebrochen bis zur Copy-Strategie, dass auch ein kleiner und ein mittelständischer Unternehmer, der jetzt nicht das Geld hat, sich 20 Leute einzustellen, die nichts anderes wie Strategie machen, wie beispielsweise das ein Konzern Siemens macht, sondern dass du als Unternehmer dir eine Strategie machen kannst, die, das ist der Trick, kopierbar ist. Das heißt, du nimmst was sehr Komplexes, brichst es aber runter auf kopierbare Sätze. Und diese Kopierbarkeit, das ist die Kommunikationsanforderung an den Chef. Die eigene Strategie, die Vision, die Mission, die Positionierung der Produkte, Dienstleistungen, Nutzen etc. pp. Zielgruppenansprache immer wieder in die Köpfe der Mitarbeitenden und in der Kunde, der Kunden zu produzieren über Kommunikation. Und das ist das Tool, mit dem ich arbeite. Mega. Wie viele Tage im Jahr machst du Urlaub? Oh, das ist gar nicht so wenig und wert immer mehr. Ich habe beschlossen, dass ich habe ja gesagt, Rhetorik 5 jetzt in Mexiko, das ist ein neues Produkt. Und dort war ich in diesem Jahr im Januar ganz alleine und dann eine Zeit lang mit einem Coachee, den ich gecoacht habe, einfach mal raus aus der eigenen Welt, in einen anderen Kontinent fliegen. Dann, wenn die anderen bei Schietwetter im grauen Deutschland stehen, am karibischen Strand, durchs Meer paddeln, das macht was mit Menschen. Und ich nehme mir immer mehr Zeit, ich nehme mir immer mehr Freizeit. Ich habe in den ersten 7 Jahren meiner Selbstständigkeit keinen Tag Urlaub gemacht. Es gab auch keine Sonntage. Aber heute mache ich das sehr, sehr bewusst. Meine Assistentin, die mich ja auch organisiert und plant, weiß zum Beispiel, nach einem Seminar habe ich 2 Tage frei, konsequent. Das habe ich mir früher nicht gegönnt, an dem schönen Ort, an dem ich bin. Also jetzt komme ich gerade aus Barcelona von Rhetorik 2 und bin dann schön durch die Stadt gefahren, war oben auf dem Tibidabo und am Strand Sushi gegessen. Und ach, herrlich. Also ich nehme mir diese Zeit. Aber eins ist ja klar, Dirk, der Kopf macht nie Urlaub. Also diese Ruhephasen nutze ich natürlich zum Denken und Probleme lösen. Das ist ja auch klar. Aber eben aus der Ruhe heraus und ohne, dass ich mir jetzt einen zu großen Termindruck mache. Das muss ich allerdings auch machen, weil ansonsten meine Persönlichkeit mich wahrscheinlich in den direkten Herztod schicken würde. Wo geht's als nächstes hin? Was ist dein nächstes Urlaubsziel? Oder Arbeitsziel und dein Urlaubsziel? Ja, ja. Arbeitstechnisch geht's nach Mallorca zu einem ausgebuchten Rhetorik 1 Seminar in 3 Wochen. Sehr schön. Wo ich mich sehr darauf freue, tolle Teilnehmende. Ja, ja. Dann habe ich zu tun, in der Nähe von Trier habe ich einen Unternehmer, den ich coache. Dann machen wir in seiner Firma, weil es das erste Coaching ist, um seinen Laden kennenzulernen. Und ja, dann geht es viel nach Nordzypern. Da bin ich, wie gesagt, sehr gerne. Und im Januar wird es wieder nach Mexiko gehen. Dann plane ich sogar 4 Wochen da zu bleiben. Mega. Mal angenommen, wir haben angefangen im Podcast mit der Frage, Mensch, dich gibt's jetzt nicht mehr. Wie denken die Menschen über dich? Wenn du nochmal komplett von Scratch auf neu anfangen dürftest, was würdest du denn anders machen? Ich wüsste nicht, was ich anders machen soll. Also natürlich möchte ich manche schlimme Erfahrungen nicht machen, die das Leben einem so mitbringt, aber das ist nun mal ein Teil des Spiels, ne? Also Menschen, die man sehr liebt, sehr krank werden,
Dinge, die du einfach auch nicht beeinflussen kannst, aber man kann sie einfach nicht beeinflussen. Ja, natürlich würde ich Dinge anders machen. Also mit dem Wissen von heute ist es ja ganz klar. Aber ich weiß ja auch, wenn ich jetzt nochmal auf die Welt komme, falls es sowas wie Wiedergeburt gibt, werde ich als Baby mit einer Persönlichkeit beschenkt, die im fünften Lebensjahr ausgereift ist. Und dann muss man halt klarkommen, wie es geht. Und ich hatte einfach das unsagbare Glück. Und es ist auch Glück. Es ist Glück. Ich habe einfach das unsagbare Glück, dass mir sehr früh in meinem Leben das Thema persönliche Weiterbildung bei mir mit großer Freude verknüpft war. Und ich auch das große, große Glück hatte, sehr früh von den Besten zu lernen. Also nicht zu den zweit- und drittbesten Coaches zu gehen, sondern immer zu den Besten. Vera Birkenbiel ist schuld daran, dass ich überhaupt Trainer werden wollte. Hallo, sie kommt ja wie ich auch aus Schleswig-Holstein. Und die ist mir, wenn meiner Bundeswehrzeit begegnet, tu dir das mal rein. Was für eine Inspiration, ne? Vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Strom fies ihr Buch und ihr Seminar. Und ich kann es heute noch Wort für Wort wiedergeben. Also das ist natürlich Glück. Und dieses Glück möchte ich teilen mit meinen Kommunikationsfähigkeiten, den Menschen klarzumachen. Freunde, nimm dir die Zeit, pack dich mindestens einmal im Jahr in ein Seminar. Mit mir kannst du nach Mallorca fliegen, such dir einen Coach wie den Dirk, der an deiner Seite steht und als Berater dafür sorgt, dass du klügere Entscheidungen triffst. Geh in die Coaching-Ausbildung von einem Frederik Hümmeke und lerne Kommunikationstools, mit denen du deine Mitarbeiter zur Höchstleistung motivierend antreibst. Also das ist alles, das ist ja erlernbar. Und das ist und wichtig noch, Wissenschaft. Halte dich an wissenschaftliche Methoden, das ist mir auch noch wichtig. Du darfst ein spiritueller Mensch sein, aber nie vergessen, egal wie spirituell wir sind, mit den Füßen leben wir immer noch auf dieser Erde. Und da zeigt uns die Wissenschaft sehr, sehr gut, wie Dinge funktionieren und kann die empirisch belegen. Das ist mir auch noch wichtig. Ja. Also ich würde jetzt nicht so viel anders machen. Ich würde vielleicht früher mit Gitarre anfangen oder intensiver lernen. Vielleicht wäre ich dann Rockstar. Wer weiß. Oh, die Kombination ist ja nicht schlecht. Rhetorik und Rockstar zusammen ist doch bestimmt ein sehr spannendes Thema. Bestimmt. Aber wahrscheinlich wäre ich dann nicht bei den gesunden Substanzen wie LSD gelandet, sondern ich ahne, wie mein Leben verlaufen wäre. Und vielleicht ist es deshalb ganz gut, dass ich dann doch Rhetoriktrainer wurde. Sehr schön. Ich habe eine mini kleine Challenge zum Schluss an dich. Wir laden unsere Gäste rein und auch dich haben wir eingeladen. Okay. Ich weiß, du hast es gar nicht persönlich mitbekommen, mit einer Postkarte. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du uns vielleicht aus Mallorca oder Nordzypern oder Mexiko eine Postkarte zurückschickst mit einer ganz kleinen Botschaft für den Unternehmer. Das werden wir dann lüften und ich würde mich freuen, du würdest die Challenge einfach annehmen. Passt das? Ja, gerne. Na klar, Mann. Mega. Sehr cool. Bist du so lieb und erinnerst mich irgendwie daran? Dann, ich sage ja, mein Sohn ist der stetige gute Part, der jedes Mal die Leute wieder daran erinnert, dass die Sachen noch gemacht werden, während ich schon im nächsten Projekt bin. Nein, sehr cool. Ja, Michael, vielen, vielen lieben Dank für die offenen Worte, für die wirklich inspirierenden Worte, für die tollen Geschichten. Und die Einblicke, was dich antreibt, was du machst. Und auch, ich glaube, heute gibt es so viele Nuggets für die Unternehmer, hier ein Stück weit voranzukommen und sich vor allem um dieses Thema Kommunikation und Rhetorik zu kümmern. Vielleicht sogar als Gamechanger für eine ganz, ganz andere Unternehmenskultur. Also dahingehend vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte. Sehr, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Danke dir, Dirk, für die tolle Podcast-Interview-Führung. Dankeschön. Danke dir. Wow, das war eine unglaublich inspirierende Episode von Bock auf Business. Ich hoffe, du konntest genauso viel aus dieser faszinierenden Unterhaltung mitnehmen wie ich. Ein riesiges Dankeschön geht an Michael Ehlers, der uns mit seiner Erfahrung und Weisheit bereichert hat. Vergiss nicht, den Podcast für weitere spannende Episoden zu abonnieren. Verpass keine unserer inspirierenden Geschichten. Am besten du abonnierst den Newsletter auf www.podcast.dirkhalfa.com. So verpasst du keine Folge. Teil diesen Podcast mit allen, die von den Einblicken und der Motivation profitieren können.
Bis zur nächsten Folge. Bleib fokussiert, bleib motiviert und leb deinen Traum mit der gleichen Lebensfreude wie unser heutiger Gast. Mach dich frei, dein Dirk.